Aber das war auch schon seit Spiel 1 an so, dass die Zuschauer sehr positiv waren und das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Die Zuschauer haben dich heute gefeiert. Was ist denn das für ein Gefühl? Also ich als gläubiger Mensch habe zwar so eine besondere Neigung zu solchen Worten, aber ich schließe mich da gern an. Wenn man dich so auf Händen trägt als Fußballgott, sensationell. Ja, ich habe schon gesagt, das ist eine Riesenehre für mich und das ist etwas ganz Besonderes, gerade wenn man bedenkt, wie kurz ich ja eigentlich erst hier bin. Aber das war auch schon seit Spiel 1 an so, dass die Zuschauer sehr positiv waren und das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Auch wenn der Begriff Fußballgott natürlich zu hoch gegriffen ist, aber das ist trotzdem etwas ganz, ganz Tolles. Mit 2 Toren hast du dich und die Mannschaft heute wieder belohnt, wieder mal auf ganz andere Art getroffen. Deine Lauf- und Sprintstärke kommt ein ums andere Mal zum Tragen, ne? Ja, genau. Und genau da muss man, glaube ich, die Mitspieler hervorheben, dass wir es schaffen, genau diesen tiefen Lauf dann mit dem Pass zu bespielen. Und das ist dann im Endeffekt die Grundlage für diesen Treffer. Und wieder muss ich sagen, Selbstvertrauen, Sieg Nummer 5, was willst du mehr? Und nun geht's nach Zwickau. Ganz genau, so ist es. Und wir schauen weiter von Spiel zu Spiel, auch wenn es wie eine Floskel klingt oder eine Floskel ist. Aber genau so schauen wir das und gehen wir das weiter an.